Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Platin. Im letzten Part sind wir hier in Herzhofen angekommen und heute wollen wir die Stadt mal so ein bisschen erkunden. Wir haben ja bereits unser Evoli bekommen von Lana. Ja, das ist das Evoli. Ich hatte mir überlegt, es vielleicht ins Team aufzunehmen, aber wahrscheinlich eher nicht, einfach weil wir die Entwicklung dann zu spät bekommen würden. Aber reden wir einfach mal ein bisschen hier mit den Leuten und erkunden die Stadt. Nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben, aber meinem Freund scheint es nach Schleierde zu ziehen. Da waren wir auch noch nicht. Heute war ich mit meinem Pachirisu auf dem Platz der Treue. Unterwegs fanden wir eine Pokémon-Feder. Ja, der Platz der Treue, der ist, glaube ich, dort oben irgendwo. Meinst du, sie verleiht meinem Pachirisu mehr Anmut? Gute Frage. Ja, das müsste hier sein, ne? Platz der Treue, Westtor. Gehe mit deinen Pokémon spazieren. Auch das sollten wir mal machen, denn ich meine, dort gibt es auch jede Menge Items. Oder zumindest ein Item. Also es gibt da auf jeden Fall irgendwas, keine Ahnung. Das werden wir dann vielleicht auch noch in diesem Part machen, falls wir Zeit dafür haben. Ansonsten halt nicht. Gut, hätten wir das. Hier haben wir den Wettbewerbskram, ne? Ja, da will ich gar nicht erst rein, aber okay. 30 Jahre lang habe ich einsam in den Bergen gelebt. Ich habe einen Tanz erfunden, mit dem ich den Wettbewerb gewinnen werde. Ja, da werden wir mal schauen, ob da was draus wird. Gut. Jetzt kommt die Chose auf uns zu. Oh, mein Held. Oh, hallo, RGE. Unsere Mutter? Okay. Was? Nein, wirklich? Katrin ist deine Mutter? Dann kannst du ja den Wettbewerb gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit RGE nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh, ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Glitzerpuder, yay. Statte dein Pokémon vor dem Wettbewerb mit dem Accessoire aus. Dann wird ihm Erhabenheit und Glamour verliehen. Ich bin Juror, also komm mal vorbei und amüsier dich, okay? Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, dann bis später. Tschüss. Okay. Warst du so überrascht, mich zu sehen, RGE? Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen. Und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich bei einem Wettbewerb mitmachen? Dann solltest du dich etwas besser anziehen. Es ist immerhin eine Show. Wenn ein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Zieh das hier an, das passt besser. Ein Kleid, yay. Ich kann mich für solche Sachen einfach nicht begeistern, sorry. Du wirst bestimmt klasse daran aussehen. Genieße den Wettbewerb. Sie zeigen dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Als Kind habe ich das tatsächlich sehr oft gemacht, aber jetzt hier, fürs LP, naja. Privat würde ich es jetzt auch nicht unbedingt nochmal spielen wollen. Sie hängen Fotos der Gewinner auf. Okay. Ja gut, was ist das denn hier für einer? Du willst an einem Wettbewerb teilnehmen? Du hast doch gar keine Knursbox. Ohne die wird es schwierig werden, Wettbewerbe zu gewinnen. Aber wenn du trotzdem entschlossen bist, werde ich dich nicht daran hindern. Du solltest erstmal zum Übungsschalter auf der rechten Seite gehen. Nee, darauf habe ich überhaupt keinen Bock, du. Oui? Entschuldige bitte. Ah, du bist hier für den Wettbewerb? Ich hoffe, du wirst aber viel Spaß. Zufällig ist Lamina, die Arenaleiter von Herzhofen, auch in die Wettbewerb. So ist, wie man sagt, gleich, sie ist très fantastique. Oh, und zufällig steht sie direkt einmal vor dir. Ich habe keine Ahnung, ob ich das alles richtig betone. Ich habe nie Französisch gelernt. Ich habe eine Menge Sprachen gelernt, aber nicht Französisch. Lass mich mal sehen. Du scheinst zu sein sehr stark. Alors, so sei es. Wir sehen uns in die Arena. Ja, so viel dazu. Ein Wettbewerb hat drei Teile. Model, Tanz und Aktion. Oder Modell? Keine Ahnung. In diesen drei Kategorien werden die Teilnehmer bewertet. Oh, 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 oh. Ein Pokémon, das Knusper bekam, schneidet im Wettbewerb besser ab. Du solltest lernen, wie man in der Knusperei leckere Knusper kocht. Nein, kein Bock drauf. Okay, hier könnten wir uns überall anmelden, das will ich aber natürlich gar nicht. Deswegen schauen wir mal, was wir hier haben. In einem Coolness-Wettbewerb musst du coole Attacken vorführen. Die Juroren müssen bereits Bärstenvorspannung. Okay. Wenn die Spannung den Höhepunkt erreicht, erhältst du Bonuspunkte.
Im Tanzwettstreit muss dein Pokémon die Schritte des Haupttänzers genau imitieren. Beim Aktionswettstreit muss dein Pokémon die richtigen Attacken vorführen und noch wichtiger ist die korrekte Auswahl des Jurors. Wenn alle denselben Juror wählen, kann ein Pokémon ihn weniger beeindrucken. Ja. Solche Wettbewerbe gab es ja auch bereits in der dritten Generation, ne? Und ich meine, die haben die hier nochmal ein bisschen verbessert. Auch das muss ich leider in meinem Video ansprechen, auf meinem Hauptkanal. Deswegen werde ich das, glaube ich, so oder so nochmal spielen müssen. Ja, okay. Na gut, na gut, na gut. Im Turm der Ruhenden können Leute ihrem schmerzfreien Lauf lassen. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du ihn mal an der Route 209 besuchst. Okay. Was haben wir denn hier? Jede Menge Leute. Aha, du bist ein Trainer, hä? Du hast bestimmt eine enge Bindung zu deinen Pokémon. Du weißt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Da hat sie nicht ganz unrecht. Es kommt mir so komisch vor, aber gab es in anderen Generationen Babys? Das hatte ich auch so gar nicht in Erinnerung, dass es sowas überhaupt gibt. Aber es kommt mir so unbekannt vor. Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon daneben und schläft auch. Wenn ich groß bin, möchte ich Pokémon-Koordinator werden. Aber das würde mich mal sehr interessieren, ob es diese Baby-Sprites nur hier in Platin und Diamant und Perl gab oder auch in anderen Generationen. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Oh, wow, du bist ein Pokémon-Trainer. Pokémon, um sich zu haben, bedeutet, viel Verantwortung zu übernehmen, aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Meine Schwestern machen so viel Lärm, dass mich gar keiner bemerkt. Ja, ich mache auch immer jede Menge Lärm, weil ich LPs aufnehme, aber naja, kann man nichts gegen machen, schätze ich mal. Gut, ist hier noch irgendwas Wichtiges oder so? Oh, okay. Ältere Leute hier? Altenheim oder was? Herzhofen sei kinderfreundlich, sagen manche, aber das stimmt nicht ganz. Herzhofen ist freundlich zu Kindern, zu Erwachsenen und zu Pokémon. Okay, na gut. Ja, danke, danke, danke. Alle meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon. Das wird nicht einfach werden, aber es hebt in jedem Fall die Stimmung. Es gibt Leute, die zu anderen freundlich sind, damit man sie ebenso behandelt. Ich verstehe nicht, was daran schlecht sein soll. Ich auch nicht, aber einige sehen es anders. Nein, nein, in diesem Haus gibt es keine Treppen. So ist es schöner. Ohne Treppen können sich die kleinen Pokémon viel freier bewegen. Und da kommt man auch deutlich leichter nach oben und unten. Vor allem, wenn man alt ist, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich eine Treppe runterlaufen soll, weil ich irgendwie 80 bin. Das wird, glaube ich, nichts. Daher Respekt vor allen älteren Leuten, die immer noch gut in Schuss sind. Okay, mit dem haben wir schon geredet, genau. Hier wäre auch die Arena. Die betörende Tänzerin. Mein Kampfhander habe ich wirklich strapaziert. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn verwendete, als ich mich mit diesem wirklich faszinierenden Trainer duelliert habe. Dann fragte sie, magst du mich? Und ich bin total rot geworden. Noch mehr Babys. Wenn ich mein Baby spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit ganz anderen Augen. Mir fallen Treppen, Stufen und Schlaglöcher auf. Stimmt, das fällt einem bestimmt dann deutlich mehr auf, ne? Na gut. Leute aus der ganzen Welt schauen bei den Poké-Wettbewerben zu. Was soll ich nur tun? Die ganze Welt wird mich sehen. Ja, dann einfach nicht teilnehmen, wenn du nicht gesehen werden willst. Es gibt hier Pokémon-Wettbewerbe und wir haben den Platz der Treue. Da Herzhofen von überall her Besucher empfängt, halten wir die Stadt sauber. Ja, so muss es auch sein. Mein Knilz findet auf dem Platz der Treue immer Beeren und andere Dinge. Ja, deswegen meinte ich auch nochmal, dass wir dort mal vorbeischauen sollten, weil ich meine, da kriegt man einige Items. Zumindest, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte. Aber ich meine schon. Ich erinnere mich ja durchaus noch an das ein oder andere Ding hier in diesem Spiel. Ich habe etwas, das deine Pokémon halten können. Diesen Sägesang. Oh, nice, nice, nice. Das ist ein gutes Item. Es heilt unsere KP jeden Zug.
Deswegen sollten wir das mal direkt einem Pokémon geben. Oder warte mal, es heilt nicht, warte. Es heilt immer dann, wenn dieser dem Gegner Schaden zufügt. Okay, ich dachte, es wäre jeden Zug wie Überreste, aber nee, nee, es gibt einen kleinen Unterschied. Geben wir es einfach mal dem Ades. Der ist ja momentan auf dem niedrigsten Level hier, deswegen kann der die Unterstützung so ein bisschen gebrauchen. So, und viel mehr ist ja auch nicht zu erkunden, ne? Noch ein oder zwei weitere Hochhäuser habe ich, glaube ich, gesehen. Aber ansonsten war es das dann auch schon. Glaube ich. Aber schauen wir doch mal nach. Ich weiß, solche Erkundungsparts sind vielleicht ein bisschen langsamer, aber es gehört auch dazu, finde ich. Das hier ist der Pokémon-Fanclub, oder? Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Okay. Okay, vielen Dank. Lass uns am besten keine Zeit verlieren, okay? Dein Staravia ist ein sehr liebenswürdiges Pokémon, nicht wahr? Wie denkst du über dein Staravia? Ich denke darüber... Anime. Ach, danke, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Das Interview wird bestimmt bald ausgestrahlt. Schalte doch einfach an und, ja... Nein, ich schalte nicht ein. Gut, hier kriegen wir immer was, ne? Vom Pokémon-Fanclub kriegt man eigentlich immer irgendwas Gutes. Hallo, hallo, ich sage mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs, ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was wirst du dann tun, hä? Nun, ich sage mal, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knusp. Warum, fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, das kotzt mich so an, dass er immer ich sage mal sagt, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, wenn ich sage mal, meinem Pokémon einen süßen Knusp gebe, gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel, ein scharfer Knusp, ich sage mal, schenkt meinem Pokémon Coolness. Deswegen sind Knuspe, ich sage mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sage mal, hierbei schenke ich dir diese Knuspbox. Viel Vergnügen, sage ich mal. Ja, danke für die Knuspbox. Dankeschön. Fülle sie, ich sage mal, mit vielen Knuspen und verteile sie großzügig an deine Pokémon. Ja, ich sage mal, das war unnötig, aber danke. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Oh, dein Eis. Es mag dich wirklich sehr. Du behandelst es ausgesprochen gut. Na gut, dann gehen wir auch mal wieder hier raus. Wenn dieses Piep hier uns nicht den Weg versperren würde, so. Da waren wir schon drin. Hier ist der Supermarkt. Ach, wir sollten vielleicht auch mal hier vorbeischauen. Ich habe nämlich gerade gesehen, wir haben mittlerweile schon wieder einiges an Geld. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, hier was zu kaufen. Nestball? Nee. Nestball brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, wobei, ein paar vielleicht. So fünf oder so. Die sind gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns ein Wasser-Pokémon fangen wollen. Und am besten kaufe ich noch ein paar Heil-Items hier. Supertrank? Kaufe ich vielleicht nochmal vier Stück von... Und... Brauche ich Pokebälle? Nee, momentan nicht so, ne? Schutz sollte ich am besten mal mitnehmen. Nehmen wir hier mal so ein paar mit. Ja, vielleicht nicht so viel, aber vielleicht mal 20 oder so für die nächsten Routen. So, Fluchtseil. Nehme ich auch mal drei weitere von mit. Einfach damit wir für die Zukunft was haben. Eisheiler nehmen wir mal ein paar mit. So. Ich meine, wenn wir schon das Geld haben, ne? Dann sollten wir es auch einsetzen. Wobei ich generell sagen muss, in RPGs mache ich es so, dass ich sehr ungern Items verwende und dann am Ende einfach alle Items übrig habe, wenn das Spiel dann durch ist. Deswegen ist das so ein Problem, das ich oftmals habe. So. Das Item Beleber könnte ich jetzt gut gebrauchen, aber ich habe erst zwei Orden, also kann ich es noch nicht kaufen. Warst du schon mal auf dem Platz der Treue? Es ist so schön da. Manchmal findet man dort auch Accessoires, die man in Pokémon-Supermärkten nicht kaufen kann. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, aber ich glaube nicht mehr in diesem Part. Ich glaube, das ist da, wenn ich mich recht entsinne, schon etwas größer. Deswegen sollten wir das vielleicht in einem eigenen Part machen. Also im nächsten Part dann vielleicht. Was haben wir jetzt hier? Eine Knusperei, okay. Hi, hast du schon mal gekocht? Ich erkläre dir immer wieder gerne, wie du leckere Knusper für dein Pokémon-Team zubereitest. Am Anfang musst du den weichen Teig sanft rühren, damit er nicht überkocht. Wenn er fester wird, rühre stärker in großen Kreisen. Am Schluss wünschst du dir, dass er lecker wird und rührst noch schneller.
Hallo, hier kannst du Beeren kochen und aus ihnen Knusper machen. Möchtest du alleine kochen oder mit anderen Pokémon zusammen? Ich will gar nicht kochen, aber danke. Im Wi-Fi-Club kann ich zusammen mit meinen Freunden kochen. Hast du Beeren? Für gute Knusper brauchst du seltene Beeren. Und je mehr Köche du hast, desto leckerer werden die Knusper. Gute Ernährung gibt Menschen und Pokémon Energie und macht sie glücklich. In diesem Punkt unterscheiden wir uns nicht. Ja, auch das werden wir vielleicht mal in einem eigenen Part machen. Aber mal schauen. Ich gab meinem Pokémon einen Feuerstein und es entwickelte sich... Ein Evoli oder was? Oder ein Fukano vielleicht? Okay, hier ist es ganz ruhig. Eine Kirche anscheinend. Angst und Zweifel empfinden wir, weil wir Gedanken anderer nicht lesen können. Es ist jedoch unmöglich, die Teile der Welt außerhalb unseres Empfindens zu kontrollieren. Wenn Menschen und Pokémon sich die Hände reichen, sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen. Es bringt der Welt Harmonie. Es gibt Worte, deren Bedeutung noch nicht jeder erfassen kann. Sie lauten Liebe und Freude. Einsamkeit ist ganz alltäglich. Sie verleiht mir Mitleid mit anderen. So freue ich mich auch auf eine glücklichere Zukunft. Und ich genieße die schönen Erinnerungen der Vergangenheit. Ja, die Zeit heilt viele Wunden. Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn und mein Leben. Und dort sehe ich die Natur und Pokémon und die Welt. Alles okay bei euch oder so? Pokémon, Menschen, es ist ganz normal, dass wir uns voneinander unterscheiden. Beurteile ein Pokémon nie nach seinem Aussehen oder seiner Stärke. Suche nach seinen inneren Werten, seinem Charakter, nur das zählt. Das kann man auch durchaus für Menschen sagen. Setzen sich die Stärken zu sehr ein, kommen die anderen weniger zum Zuge, die Starken. Wer stark ist, muss sich selbst zügeln. Nur so sind gemeinsames Miteinander und geteilte Verantwortung möglich. Sachen herzustellen ist eine Kunst, die den menschlichen Geist erschöpft. Und wenn der Geist wieder geheilt ist, kehrt auch der Wunsch nach dem Erschaffen zurück. Ein wundervoller Kreislauf. Und wer ist jetzt diese Person? Die ist hier so in der Mitte. Körper und Geist. Eins sollte nicht stärker sein als das andere. Es bedarf eines Gleichgewichts. Das ist der Schlüssel. Okay. Das war sehr sonderbar. Aber Worte, die einen durchaus zum Nachdenken anregen können. Gut, nein, ich weiß schon, wo die Wettbewerbshalle ist. Danke, danke. Ach, jetzt haben wir hier schon mit allen geredet. Ach so. Ja, gut. Ja, der Part müsste jetzt mittlerweile auch schon so um die 20 Minuten lang sein. Also perfekte Länge, würde ich sagen. Jetzt müssen wir uns noch den Park der Freunde dort oben anschauen, oder wie auch immer der heißt. Aber ich würde sagen, das passt hier nicht mehr so ganz in diesen Part rein. Deswegen machen wir dann im nächsten Part den Platz der Treue und dann auch noch wahrscheinlich die Arena, insofern beides in einen Part passt. Ich weiß halt nicht mehr, wie groß dieser Platz der Treue wirklich war. Aber das machen wir dann im nächsten Part von Pokémon Platin. Ich habe immer noch das Verlangen danach, Pokémon Schwert zu sagen, aber nee, ist schon eine Weile her. Das hier ist Pokémon Platin. Bis zum nächsten Mal.